Hallo meine Lieben und willkommen hier wieder zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es darum, indem ich so ein bisschen wieder durch meine Schminkkollektion so ein bisschen durchgehe. Aber nicht alles, denn ich benutze ja schon größtenteils alles. Jedenfalls was in den zwei Schubladen hier drin sind. Also ihr seht ja auch schon am Titel, um was es geht. Denn ich werde ein bisschen aussortieren in meiner Kollektion. Jedenfalls aber nur die Paletten und meine Lippenstifte. Das, was ich nicht so benutzt habe oder generell gar nicht und was neu noch so da drin verpackt ist. Und ja, ich dachte mir, wir gehen das heute an. Und auch das, was nicht oder so gut wie gar nicht so von mir benutzt ist, würde ich dann zur Verlosung stellen. Also, das wird auf jeden Fall dann auch noch getan. Also, wenn ich mal ein bisschen erst noch durch die Sachen durchgehen, was ich so alles freistellen werde zur Verlosung. Und ja, in einem anderen Video werde ich dann auf jeden Fall dann noch die Sachen dann in der Verlosung dann zeigen. Also, ja, gehe ich erstmal durch die Paletten. Ne? Das wird mir, glaube ich, noch ein bisschen eher so gut einfallen, was ich eher da aus der Kollektion freigeben kann, sage ich jetzt mal. Genau, also werde ich jetzt mal durchgehen. Das hier ist schon so meine erste Palette, aber die ist auch schon ganz gut von mir aufgebraucht. Die bleibt aber auf jeden Fall noch drin. Das ist die Strobing and Contouring Palette von Essence. Die unteren Farben sind schon so gut wie alle aufgebraucht, nur da benutze ich schon so dann noch ein bisschen die Creme-Highlighter und sowas wie Concealer benutze ich auch dann noch. Also das bleibt ja noch drin, ich verbrauche die ja noch. Die nächste Palette ist die hier von Essence, auch wieder die Beautiful Eyeshadow Palette mit diesen sehr, sehr schönen Farben. Die habe ich auch eigentlich ja sehr gut benutzt schon, auch wenn ich gerade zurzeit keine Lidschatten so gerade benutze. Aber die hier bleibt auf jeden Fall drin, denn ich finde die Farben von hier sehr, sehr schön. Auch schön für den Herbst oder auch generell so für den Alltag oder abends, wenn man sich ein schönes Make-up zaubern will. Die hier bleibt auf jeden Fall noch bei mir in meinem Schränkchen auf jeden Fall noch. Das Allerneueste, was ich ja gerade noch hier bei mir zu Hause habe, ist ja die Ivy Cruise Palette. Und die hat auch mega, mega schöne Farben. Das sind so in etwa dieselben Farben wie bei der Beautiful Palette von Essence, aber hier hat es irgendwie noch ein bisschen mehr. Und dieses schöne Goldton hier würde jetzt auch gut für Weihnachten passen in einer der Looks. Und ja, die werde ich dann aber auf jeden Fall noch behalten. Ah ja, und die Paletten, die ich so bei mir behalte, lasse ich bei mir von mir aus rechts, und dann die ich nicht behalte, lasse ich hier links von mir aus. Diese Palette bleibt auch auf jeden Fall noch. Die hat so schöne, so bärige Weinrotfarben. Also das ist die Essence From Santa with Love Eyeshadow Palette. Das war eine Trend Edition von denen. Die hat so schöne Farben und davon kann ich mich nicht trennen. Die sind so, so schön. Also die bleibt auf jeden Fall noch. So, dann gehe ich durch drei Paletten durch, die ich eigentlich auch sehr, sehr gerne mag. Aber eine Palette davon werde ich auf jeden Fall mich entfernen. Und zwar habe ich hier einmal die Highlighter Palette von Mrs. Bella mit BH Cosmetics. Die Goldie Variante. Sorry. Die bleibt auf jeden Fall bei mir, denn ich liebe diese Highlighter-Farben, diese sind so schön. Ja, in die kann man sich auch nur verlieben. Die sind eigentlich auch schon ein bisschen gut von mir benutzt worden. Also die hier bleibt auf jeden Fall bei mir. Die nächste, die auch noch bei mir bleibt, ist eine der Blush-Paletten. Die finde ich mega, mega schön. Schön auch alltagstauglich, kann man auch gut aufbauen. Ist die Peachy Blush-Palette. Die sieht so aus. Die habe ich gerne noch so in diesen Verpackungen so hier drin, sodass generell mit den Paletten nichts wirklich ist. Genau. Die sieht so aus. Die habe ich eigentlich auch
schon hin und wieder mal benutzt. Sieht halt nicht so aus, aber die bleibt auf jeden Fall noch. Und die hier finde ich auch ein bisschen mehr alltagstauglicher als die pinkige Palette. Also die zeige ich euch, die Rosy. Obwohl, die kann man auch gut auftragen für alltagstauglichere Looks. Aber die hier, von der hier werde ich mich trennen. Ja, auch wenn ich gerne die ganzen Kollektionen so von Mrs. Bella bei mir behalten will. Aber jetzt, aber die hier werde ich auf jeden Fall weggeben. Also die sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Auch wie gesagt, die hier fast nie wirklich benutzt oder nur einmal zum First Impressions Video. Und ja, das wird auf jeden Fall dann eine andere ganz glücklich machen, bestimmt. Die muss auf jeden Fall bei mir sein, denn ich habe eine von denen mal geschenkt bekommen. Eine habe ich aber auf jeden Fall mal selber gekauft gehabt. Und zwar einmal die Boutique-Palette, die Y-Fever-Palette. Also eine der Paletten von Dagi Bee. Die finde ich auch eigentlich so sehr, sehr schön. Die habe ich eigentlich auch schon ganz gut benutzt. Und hier ist auch schon ein bisschen, ja, angetascht und sonstiges. Ja. Die hier hat mir jetzt Chassis ja geschenkt gehabt, schon vor einer Weile. Und die bleibt aber auf jeden Fall noch bei mir. Also, die wird nicht hergegeben. Von dieser Palette hier kann ich mich wohl, glaube ich, nicht so sehr trennen. Weil die Huda Beauty Palette war schon ein bisschen teuer. Aber ja, die habe ich schon vor schon einem guten Jahr oder sowas schon gut benutzt gehabt. Und ja, auch wenn man es vielleicht nicht so sieht, aber ich ja, kann mich nicht so sehr von der trennen. Weil ich finde die so, so schön. Und meine erste so High-End-Produkt war es schon so in etwa. Also das bleibt auf jeden Fall noch bei mir. Ich bin vielleicht doch so ein klein wenig schlimm, was sowas angeht. Und ja. Oh. Das ist jetzt eine Palette, die ich auch nicht weggeben kann, denn die habe ich auch geschenkt bekommen vom Babe. Also, das ist die Revolutions Palette. Fortune Favors the Brave. 30 Lidschatten sind hier drin und die benutze ich eigentlich schon so in etwa, aber nicht so viel. Aber die werde ich auf jeden Fall nicht hergeben, wie gesagt. Denn Schatz hat sie mir geschenkt und ja, ich will ihm damit nicht das Herz brechen, dass ich das weggebe. Also das bleibt auf jeden Fall noch bei mir. Jetzt kommt hier wieder eine Palette aus einer Trend Edition von Essence. Und zwar die Eye Flirt Party Look Lidschattenpalette. Die will ich eigentlich schon eher hergeben, aber ich weiß nicht, wegen dem Spiegel war es nicht mehr so schön aussieht, weil es so zerkratzt aussieht. Und ich habe schon versucht, mal irgendwie etwas besser hinzubekommen, dass sowas wie sauber aussieht, aber das bekomme ich nicht hin. Also lasse ich die hier irgendwie noch bei mir und entweder schenke ich es irgendwie doch irgendeiner Freundin von mir oder sonstiges, aber ja, die würde eigentlich auch schon eher weggehen von mir aus hier. Aber ja, aber ich finde die Farben eigentlich schon noch relativ schön. Also. Ja. Ja, die behalte ich noch. Jetzt kommt hier wieder eine Palette von ja, Mrs. Bella. Von einer ihrer neuesten Kollektionen natürlich. Das wird aber auch auf jeden Fall noch da bleiben. Ja. Die finde ich auch so, so schön. Und ich weiß nicht. Ihre Paletten finde ich so, so schön einfach. Und die kann ich einfach nicht hergeben, außer jetzt die eine Palette für das Blush-Trio. Aber ja, das wird aber noch da bleiben. Die finde ich so, so schön. Und einfach die Farben. Ja, sind einfach meins. Hier ist eigentlich auch schon die nächste Palette, von der ich mich eher trennen jetzt würde.
Das hier kann ich ja noch ein wenig eher sauber machen. Ja, mal schauen, ob ich es auch so zur Verlosung stellen werde. Wenn nicht, würde ich es dann einfach wieder einer Freundin schenken. An sich mag ich die Farben von Marvin sehr, sehr gerne, aber ja, ich weiß nicht. Es gibt schon so ähnliche Paletten, die ich irgendwie dann doch eher mehr mag. Also ja, werde ich mich von dem Baby hier jetzt mal trennen. Aber diese Palette jetzt hier von dem Marvin werden auf jeden Fall bleiben. Das sind die neutralsten Farben. Natürlich. Es entspricht auch so ein bisschen seinem Typ, was er so hier mit BH Cosmetics kreiert hat. Also diese wunderschönen Farben sind eigentlich ähnlich wieder wie die von Mrs. Bella und sonstiges. Und ja, ich finde die aber auch mega, mega schön. Und ja, das bleibt dann noch auf jeden Fall. Hier habe ich auch noch so zusammengestellte Sets, was damals von Essence gab. Die My Must-Have Lidschatten. Ich weiß nicht, weil eigentlich benutze ich die auch fast gar nicht so. Und diese Farben hast du dann eigentlich auch so in den Paletten, die ich ja gerade sozusagen ja behalte. Also, ja, entweder würde ich die, glaube ich, Mama schenken, vielleicht, oder vielleicht doch einen von euch geben. Ja, also die sind eigentlich auch so gut wie kaum benutzt. Hier habe ich jetzt auch wieder was von Essence. Also ihr seht ja, ich bin ja ein großer Essence-Fan. damit habe ich auch natürlich das ganze Schminken eher angefangen, weil es eben so die Marke war, die man so als Kind, Jugendliche natürlich eher benutzt hat. Habe ich hier die Get Picture Ready Eyeshadow Palette. Die werde ich aber eher so normal aussortieren, anstatt einem zu schenken, weil da habe ich schon eine Lidschattenfarbe angebrochen. Und ich glaube, ich werde es einfach so dann Mama schenken, weil ja, diese Farben wird sie eigentlich auch gut so gerne auftragen, bestimmt. Hier habe ich jetzt eine andere Palette von den My Must-Haves. Genau, sind eher die neutraleren, aber die kann ich ja noch zu den anderen noch hinzufügen. Also ja, diese Farben hast du schon in den ganzen anderen Paletten schon drin, die man so normal kaufen kann. Ja, die würde ich eigentlich auch eher nicht mehr gern so bei mir haben wollen. Dann habe ich hier nochmal eine so Highlighter-Palette. Die hier habe ich auch mal nur so mal benutzt gehabt für auch meine First Impressions. Und die ist eigentlich auch so gut wie nicht wirklich von mir genutzt. Das kann ich hier so von außen rum so ein klein wenig sauber machen. Ja, also es hat so ein bisschen auffälligere Farben. Vor allem dieser Ton hier ist eigentlich irgendwie ganz cool für so einen Highlighter-Ton. Aber ja. Ich habe es bis jetzt noch nie wirklich mehr so in Benutzung gehabt. Das war jetzt auch wieder von Essence Go for the Glow Highlighter Palette. Ja, von der werde ich mich auf jeden Fall trennen. Dann hier auch wieder was von Essence, eine normale Eyeshadow Palette. Ich weiß nicht. Die werde ich aber auch auf jeden Fall eher weggeben. Die ist eigentlich auch so von mir so kaum mehr benutzt worden, auch nur mal für ein, zwei Videos, aber ansonsten auch nicht mehr. Hat eigentlich auch sehr, sehr schöne Farben so. Egal, so ein bisschen für den Alltag oder doch ein bisschen was Auffälligeres. Genau, also die Born Awesome Palette von Essence wird nicht mehr Teil dieser Kollektion bleiben. Ich habe hier nochmal eine Born to Glow Highlighter, no, Go for the Glow Highlighter Palette. Die hier, ich weiß nicht, ob ich die auch noch da behalten soll, aber ich lasse mal vielleicht auf den Vielleicht-Stapel, denn ich finde die eigentlich auch so von den Farben her schön. Sind so ein bisschen mehr so bronzed, rosy Highlighter. Eigentlich so ein bisschen wie fast die von Miss Bella, aber ja, das lasse ich mal auf den Vielleicht-Stapel. Ah, das ist so eine Standardpalette, die eigentlich jeder, so wie YouTuber bei sich hat vielleicht. Und zwar die Strobe of Genius Illuminate Palette von NYX. Und
Die wird auf jeden Fall da bleiben, denn ja, die habe ich eigentlich auch damals so mehr in den Anfangszeiten eher genutzt, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber das sind einfach so schöne Highlighter. Und ja, so ein typischer, ja, Ding, was jeder irgendwie so bei sich hat in der Kollektion. Und ja, die wird da bleiben auf jeden Fall. Ich habe hier noch mal eine Palette, was ich auch mal wieder so mal als, also eher gesagt zu einem, ich glaube, das war zu einem First Impressions mal geholt habe. Oder ich glaube auch vielleicht sogar eher geschenkt von einer Freundin. Aber es war auch nur so von zum Probieren von ihr. Ja, aber muss nicht sein. Also ich kann die auch gerne wieder hergeben. Ja. Das wird auf jeden Fall auch nicht mehr Teil dieser Kollektion bleiben. Es hat auch eigentlich auch so irgendwie ganz coole Farben. So Erdtöne eben, dann noch so diesen Grünton. Eigentlich auch ganz cool, aber nee, ich werde es weggeben. Ihr kennt ja diese Palette. Es ist auch so ein typisches Ding, was jeder bei sich hat. Und das NYX Highlight and Contour Palette. Die bleibt safe. Auch. Ich liebe auch sozusagen sehr, sehr gerne die Contour Shades. Geht für jeden. Auch wenn ich jemand anderes schminken sollte. Es hat für jeden was. Und die Highlighterfarben. Sowohl auch zum unten des Concealers setten. Und so schöne Alltags-Highlight-Töne für die Wangenkontur. Ja. Also, die bleibt. Oh, das ist jetzt so eine Palette, die ich irgendwie damals so gerne haben wollte. Ja, die Kali Bible BH Cosmetics Palette, die gab es damals dann auch schon hier bei uns im DM zu kaufen. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe die hier schon auch irgendwie mal wieder ganz gut genutzt gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich die hergeben sollte, denn ich finde die auch noch sehr, sehr schön. Ja, aber ich glaube, ich lasse die eher noch beim vielleicht Stapel und dann mal gucken, denn ich finde sie auch jetzt noch sehr, sehr schön und würde die auch wieder mal sehr gerne öfters benutzen. Ja, die wird auf jeden Fall vielleicht doch noch da bleiben. Aber ich lasse die erstmal auf dem vielleicht Stapel. Jetzt habe ich hier eine Palette, die ich auf jeden Fall sagen würde, die geht weg. Das würde ich auf jeden Fall irgendwie gerne an einer von euch verlosen wollen, denn die ist auch kaum genutzt mehr von mir oder auch so generell nicht wirklich. Na, komm da raus. Jetzt sitzt. Da ist sie, die Zodiac Love Signs Palette. Das hat auch sehr, sehr schöne Farben. 24 Eyeshadows and Highlighters sind sehr, sehr schön. Eigentlich auch so von mir nicht wirklich genutzt. Also perfekt so, dass ich es einer von euch geben kann oder auch vielleicht mehrere. Je nachdem, wie ich das so zusammenstelle, um es an einer dann für euch zu verlosen. Aber das bekommt ihr dann am Ende der Zeit jetzt. Also wenn ich dann auch noch die andere Verlosung ja bekannt gebe. Also ich werde so ein bisschen eher zusammenstellen natürlich und ja, jedenfalls die hier wird auf jeden Fall eine von euch glücklich machen und es sind auch natürlich auch sehr, sehr schöne Farben, die auch ihr alltagstauglich auch gerne nutzen könnt und auch so sehr, sehr auffällige Looks auch machen könnt und ja, also das kann dann auf jeden Fall eine von euch dann glücklich machen. So, dann sind es hier nur noch meine vier letzten Paletten. Aber bei zwei kann ich schon sagen, die bleiben. Denn die Mrs. Bella Paletten, die ergänzen sich so gut. Also sowohl die Dark Side Palette und sowohl die normale Palette, die sie als erstes Jahr rausgebracht hat. Ja, das bleibt auf jeden Fall. Das zeige ich euch so nebeneinander. Einmal die hier mit den Eyeshadows und einem und den zwei Highlightern. Und hier dann noch das andere.
mit einem Highlighter und Blush gleich schon drin. Deswegen habe ich auch schon gleich gesagt, dass ich dann nur eine Blushpalette von ihr behalte. Ja, die ergänzen sich so dann eigentlich auch sehr, sehr gut. Also die beiden Mrs. Bella Paletten bleiben auf jeden Fall bei mir. Jetzt habe ich hier noch zwei Zoeva Paletten. Die habe ich so auch in letzter Zeit gar nicht so genutzt gehabt und die sind auch noch sehr, sehr gut erhalten. Ja, dafür würde ich dann auch sagen, diese Paletten werde ich auf jeden Fall an einer von euch oder je nachdem, wie ich das alles zusammenstelle, vielleicht auch an zwei von euch ja so verlosen. Ja, sind auch sehr, sehr gut erhalten, kaum so benutzt und ja, damit werde ich auf jeden Fall welche von euch dann auch glücklich machen, hoffe ich. Somit ist dann das erste hier auf jeden Fall schon mal safe. Also hier werde ich auf jeden Fall jetzt nicht wirklich was Großes rausziehen, denn es sind nur so zwei, drei oder ein bisschen mehr so Single Eyeshadows. Ich glaube, dafür wird auf jeden Fall nicht wirklich einer sowas anfangen können, da es viel mehr Leute gibt, die nur so Paletten eher benutzen. Also werde ich das jetzt erstmal nur so zur Seite stellen. Und das bleibt auf jeden Fall eh so oder so noch bei mir. Sind so meistens so die kleinen Dinge, die sich vielleicht noch so ein bisschen bei mir ergänzen. Also, ja. Dann würde ich das alles erst danach alles wieder einräumen. Und dann geht es jetzt weiter mit den Lippenstiften. Da muss ich auf jeden Fall noch durchgehen. Ich habe eh auf jeden Fall noch welche, die ich so ja auch gerade noch benutze. Also, die werde ich ja nicht aus meinem Schminktäschchen raussuchen. Bleiben da, wo sie sind. Hier ist ja auch noch was drin. Hier bei dem kann ich schon mal sagen, das bleibt auf jeden Fall. Das ist ja das Ivy Cruise Lip Cream. Die bleibt auf jeden Fall safe bei mir. Das ist noch eine der neuesten Sachen, die da sind. Also da muss ich auf jeden Fall jetzt richtig gut raussuchen, was ich irgendwie gar nicht benutzt habe und noch neu so richtig da drin verpackt sind. Also das bleibt safe, denn ich habe es auf jeden Fall ja auf einem in einem Video benutzt gehabt. Also ja, ich wollte es eh ja auch so oder so ja für mich haben. Also das bleibt bei mir. Das sind ja auch so ein bisschen eher die Sachen, die bei mir bleiben, weil das sind so auch die Standardsachen, die ich immer benutze. Auch noch viele, also ja, sind ja nicht allzu viele. Lip Liner, dann noch so meistens so die dazugehörigen Lipsticks und ja, das hier jetzt war glaube ich einer der Liquid Sweet Cream Lipsticks, die ich gar nicht so genutzt habe. Es ist so wie in einer Probe. Das werde ich auf jeden Fall schon mal weggeben, weil ich habe es gar nicht genutzt. Also das kann ich dann an eine von euch hergeben. Die hier bleiben safe, denn das ist einer der Liquid Lip Creams von Dulux, der Eigenmarke. Und hier ist ja auch noch der Lip Liner davon, was ich gerne natürlich so zusammen benutze. Das bleibt safe. Und hier ist noch der Zoeva Liquid Lip Cream. Das habe ich jetzt auch schon so in der Zeit sehr oft genutzt gehabt und finde ich auch sehr, sehr schön. Schöne alltägliche Farbe, sage ich jetzt mal. Ja. Das bleibt. Muss echt gucken, was ich jetzt so genutzt habe und nicht, weil ich es gerne loswerden will. Aber die hier bleiben auf jeden Fall safe. Die Liquid Lip Inks werden auf jeden Fall bleiben. Ich habe hier eine der neutralsten Farben. Das ist die 030 Self-Starter. Das bleibt auf jeden Fall safe. Habe ich auch schon sehr oft genutzt gehabt und somit auch einer meiner Lieblingsfarben natürlich. Also und auch generell der meine Lieblings-Liquid Lipsticks oder der Reihe sozusagen. Und dann noch hier das Batik Liquid Lipstick. Das bleibt auch, denn ich habe vor, vielleicht damit einen schönen Weihnachts-Make-up-Look zu machen. Die hier bleiben auch noch safe, sind auch noch von Batik natürlich. Das ist, glaube ich, auch das Liquid Lip Cream. Und noch ein Lipgloss,
was mir auch, glaube ich, von Schatze geschenkt wurde, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Aber es hat so eine schöne Farbe und ja, das bleibt safe. Dann habe ich ja auch wieder so drei Lip Gleams von Mrs. Bella. Ich habe alle drei davon natürlich und auch schon hin und wieder mal genutzt gehabt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Auch von den Farben her sind sie super perfekt für den Alltag oder schön mit anderen Lipsticks oben drüber zu kombinieren. Sind sehr, sehr schön und alle drei bleiben auf jeden Fall da. So, ich habe jetzt was, was ich auf jeden Fall hergeben kann. Und zwar sind es die Proben, was von einem Adventskalender war, was ich auch bis jetzt gar nicht genutzt habe. Und die sind noch alle zu. Und die will ich auf jeden Fall gerne hergeben wollen. Sind halt verschiedene Farben. Was sehr, sehr dunkles für diejenigen, die vielleicht auch ein cooles Make-up-Look damit machen will oder sonstiges. Sehr neutrale Farben, so ein bisschen pinkig, lilanes. Und ja, das kann ich damit vielleicht bestimmt eine Freude an euch machen. Einer der Butterglosse werde ich davon auf jeden Fall noch behalten. Also, weil ich den hier sehr, sehr schön finde und mein einer Buttergloss von Nyx fast leer ist, werde ich den hier mal so dann dafür behalten, dass ich es dann sozusagen ein neues da habe, dass ich das irgendwie ersetzen kann. Ich hatte die hier eigentlich einmal gekauft gehabt, um die natürlich mal so zu benutzen, um über Lipgloss und sonstiges, Lipcreams oder sonstiges drüber zu tun. Aber die sind noch unbenutzt und die würde ich gerne hergeben, auch wenn ich die, glaube ich, in einem Haul gezeigt habe, was ich so gekauft habe wieder. Aber ja, es sind diese zwei hier. Die sind ja eigentlich auch so extrem ja gehypt von Essence. Und zwar die Extreme Shine Volume Lip Glosse. Habe ich hier zwei sehr, sehr schöne Farben. Und ja, das hier kann ich gerne an euch weitergeben. Hier habe ich noch ein Metallic Lip Cream. Das kann ich auch weggeben, weil ich habe es auch gar nicht genutzt gehabt. Also derjenige, der Metallic Lip Creams mag, wieso nicht? Ich habe hier dann noch natürlich meine Matte Me Lip Creams. Die werden auf jeden Fall da bleiben, denn ich liebe die so gerne. Und die sind eine mit der besten auch Lip Creams oder auch eher gesagt Lipsticks. Und die halten auch sehr, sehr schön natürlich. Also vor allem das Rot und dieser schöne Mauve-Ton sind sehr, sehr schön und die bleiben. Hier sind auch noch welche, die ich sehr, sehr gerne mag. So die langanhaltendsten Liquid Lipsticks. Einmal von L'Oreal. Die Chocolate Reihe fand ich auch sehr, sehr cool. Die beiden hier bleiben auf jeden Fall. Habe ich auch schon in der Zeit sehr oft genutzt. Auch wieder zwei andere von den Matte Inks. Und hier noch ein Matte Me. Das sind sehr, sehr schöne Liquid Lipsticks und einen, das ich auch super lange schon da habe. Und zwar ist es der hier, der 24 Super Stay Color Lipstick. Ja. Und es gibt's die immer noch. Also bitte, wer mag die nicht? So, jetzt habe ich hier auch noch welche von NYX rausgesucht, die ich sozusagen auch wieder von dem Adventskalender letztes Jahr hatte. Das sind ja natürlich noch ungeöffnet. Ich hatte die bis jetzt wirklich gesagt gar nicht genutzt gehabt, also sind auch eigentlich so recht coole Farben. Man kann da auch sehr außergewöhnliche Looks damit schminken. Also gehen die hier auch noch weg. Und ich habe hier noch zwei Liquid Lipsticks, die Suede Variante und einmal die Candy Slick. Das hatte ich mir damals in der Glow gekauft, aber ist jetzt auch noch gar nicht genutzt. Also ja, jemand kann Freude daran finden, die dann auch dann zu benutzen. Also die hier gehen auf jeden Fall weg. Ich habe hier nochmal welche von NYX, aber ich hatte mir selber mal den hier, glaube ich, gekauft, den hier, glaube ich, auch. Und die werden auf jeden Fall bleiben. Ich finde die mega. Also die Lip Creams von
Nix sind so gut. Für mich sind die auf jeden Fall nicht austrocknend auf den Lippen. Für manche, also manche empfinden so, dass die irgendwie trocken sind auf den Lippen, aber bei mir jedenfalls gar nicht. Ich mag die sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Also die bleiben auf jeden Fall noch bei mir. So, dann habe ich hier wieder so Lipsticks, die man so richtig einfach auftragen kann auf den Lippen. Ich weiß nicht, ob ich die da haben will oder nicht. Eigentlich sind es auch noch sehr, sehr schöne Farben und eigentlich so meistens auch noch recht alltagstauglich. Und ja, aber ich glaube, die lasse ich dann auch noch auf jeden Fall hier bei mir. Sowohl auch solche hier, die sind auch sehr, sehr gut aufzubrauchen. Die habe ich auch eigentlich auch schon ganz gut genutzt, weil die kann man auch sehr einfach anspitzen und auch eben relativ schnell ja, verbrauchen. Also die hier bleiben auch noch da. Der einzige, der wegfällt, ist jetzt noch der hier. Denn ja, das ist so einer, der irgendwie so meine Lippen so ein bisschen gereizt hat. Und ja, es hat immer so ein bisschen wie gekribbelt und fast wie gebrannt oder sonstiges. Und den, ja, den mochte ich gar nicht. Der geht weg. Die Pen Lipsticks von Trend It Up werde ich auch noch bei mir lassen, denn die finde ich mega und fand ich auch sehr, sehr gut und auch natürlich auch sehr leicht zum Auftragen, wenn man keinen normalen Lippenstift tragen wollte und es einfach schnell gehen sollte. Genau, also die lasse ich auf jeden Fall noch. Also es ist ein sehr, sehr schöner Nude-Ton und einem so bärigen Ton. Ich werde mich dann auch noch von diesen Lippenstiften trennen, denn ja, es sind so normale, aber so die Farben, die ich auch gerade nicht mehr so benutze, obwohl die hier auch noch relativ schön ist und ich weiß nicht, ob ich mich von der trennen soll. Und so einen hier habe ich ja auch gerade schon ähnlich hier drin und die meisten, die auch gerade jetzt da drin sind, werde ich auch natürlich noch behalten, denn ja, die habe ich auch so die meiste Zeit in den letzten Jahren sehr oft genutzt gehabt und ja, da finde ich jetzt nicht so den Grund für mich von denen zu trennen. Aber von denen hier auf jeden Fall, die werde ich auch auf jeden Fall nochmal Mama auf den Tisch stellen. Die benutzt sie bestimmt sehr gerne. Genau, also alles andere, was ich jetzt nicht mehr so aussortiere, bleibt noch bei mir. Also lasse ich sie auf jeden Fall noch drin und ich zeige euch dann gleich, was ich so von mir hier rausgenommen habe, was ich nicht mehr will und nicht mehr brauche. So, das ist jetzt alles, worauf ich mich dann ja getrennt habe. Also hier ist jetzt so das größtenteils, außer das jetzt habe ich jetzt vergessen einzuräumen. Ja, hehe. Das ist alles, was ich so größtenteils auch noch verlosen kann. Ich habe diese Palette doch noch rausgetan. Vielleicht kann ich es noch an eine Freundin verschenken. Und ja. So, das meist ungenutzte, was nicht allzu sehr verbraucht aussieht. Und ich habe mich doch entschieden, die Palette rauszunehmen, weil, ja, ich habe auch noch ähnliche Paletten, die so aussehen. Und ja, Birch Cosmetics Qualität ist immer so mit gleich. Also habe ich die anderen Paletten behalten und ja, habe somit die größten Paletten mit raus. Und ja, das ist so das größte Teil, was ich mit verlosen werde. Das hier kann ich dann Mama geben oder sonstiges. Und ja, so sieht es dann eben aus, was ich jetzt gerade alles aussortiert habe. Und so sieht es jetzt schon mal hier in diesem Fach aus. Also viel weniger und weniger, ja, voll, sage ich jetzt mal. Und hier sieht es jetzt so aus. Etwas besser sortiert und auch ein bisschen weniger sind auch so die meisten, die ich so auch in den letzten Jahren eher so genutzt habe. Also die bleiben dann noch alles drin und ja, so sieht es dann dort jetzt komplett aus. Genau. Also Leute, somit ist dann auch jetzt dieses Video hiermit beendet. Ist bestimmt ein langes Video geworden, aber bestimmt feiert ihr solche Videos, in dem so man so ein bisschen aussortiert, was man nicht mehr so gebrauchen kann. Alles, was man so ein bisschen auch an euch weitergeben könnte. Und genau. Aber alles, was ich so mit verlosen kann, werde ich auf jeden Fall in einem anderen Video noch mit zeigen. Also, ja.
Bleibt auf jeden Fall die nächsten Tage gespannt. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Also klickt euch runter auf das rote Abonnieren-Button. Und auch nicht zu vergessen, die Glocke daneben noch zu aktivieren. So bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und seid hier auf jeden Fall gerne aktiv. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und nicht zu vergessen, gebt mir auch gerne auf Instagram oder TikTok. Dort versuche ich jedenfalls, ja, täglich irgendwie was zu posten oder sonstiges. Immer aktiv zu sein. Also geht da auf jeden Fall mal rein und lasst mir dort auch gerne ein bisschen Liebe da. Und ja, ansonsten würde ich da mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!